Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Purpur. Ja, wir machen direkt hier weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und ja, es hat im letzten Part wieder wirklich viel Spaß gemacht und ich mache auch direkt weiter. Also, ich habe ja euch im letzten Minuten des letzten Parts ja erzählt, dass ich wahrscheinlich mit meinem Projekt ein wenig über die Zielgerade hinausschieße. Und wenn ich so weitermache, werde ich nie mit diesem Projekt fertig. Deswegen werde ich jetzt einfach mal sagen, ich mache mir ein Pokémon-Team und lege mir ein paar Pokémon hier zusammen. Und sage jetzt einfach, yo, ich werde das jetzt durchziehen. Und anfangen, die ganzen Pokémon erst dann zu fangen, wenn es soweit ist. Weil wenn man sich mal vorstellt, wir sind jetzt schon bei... Warte mal, Quatsch, wo kann man das nachlesen? Weil diese Taste war das, ne? Dann die X-Taste, Profil. Na, wir sind bei 19 Stunden. Na, wir haben 19 Stunden. Wir haben von 400 Paldea-Pokédex-Pokémon haben wir 156. Das heißt, wir haben schon fast die Hälfte. Ne? Wir haben schon fast die Hälfte. Aber hey, wenn ich so weitermache und immer nur mich an jedes Pokémon hier setze und alles pangen möchte, ja, dann werde ich mit diesem Projekt nie fertig. Deswegen werde ich jetzt einfach sagen, wir werden das Spiel jetzt einfach storymäßig durchzocken. Wir schauen, wie weit wir kommen. Und was das andere, was danach kommt, sehen wir weiter, ne? Sehen wir einfach weiter. Weil es ist ja kein Let's Play zu 100%, sondern es ist ja ein Let's Play in dem Fall, um das Spiel zu spielen, ne? Und nicht zu 100%. Aber hier zum Beispiel so ein Trainer können wir mitnehmen. Ein Klarnival, hallo. Und wenn wir dann irgendwann soweit sind... Hey, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich diesen Spielstand auch dann, nachdem ich das durchgespielt habe, auch behalte. Ne? Das Gemeine ist, man kann ja keine Spielstände irgendwo rüberpacken und sie dann speichern. Das ist halt nicht so wie auf dem PC. Ne? Da kann man sich einfach Savegame rüberschieben. Oder man hat da mehrere Savegames. Weil wenn ich wirklich dieses Savegame dann wirklich lösche, ja, dann ist es gelöscht, ne? Aber hey, wir reden noch nicht von löschen. Wir wollen das jetzt erstmal noch durchziehen. Wir wollen ja erstmal durchspielen, ne? Wir haben noch ein bisschen vor uns. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, da oben wartet ein Knackrack. Oder ein Knacksel. Wie sieht die Karte aus? Ja, sieht gut aus. Ich glaube... Da überall, wo Trainer sind, oha, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Weil er einen schwarzen Schriftzug hat. Schauen wir mal, was er uns bieten kann. Knabon. Das ist Level 29. Ja, das ist nochmal ein schönes Level. Na ah, super. Nee. Hat der Trainer gerade seine Augen zu? Bin mir sicher, ich glaube, der hat seine Augen zu, oder? Ja, hat er. Verbrennung und Schaden, Pumi. So, Krypuk. Oh, ist ein Geist-Pokémon. Ja, nice. Da kann Fäusterich mehr seine Zornesfaust einsetzen. Weil wir müssen ja noch mehrmals die Zornesfaust einsetzen. Denn wir wissen ja, Mankey und Razor haben eine neue Entwicklung. Ist Krypuk doch... Krypuk ist doch ein Geist, oder nicht? Oder war die Zahnes... Warte mal. Doch, die Zornesfaust ist eine Geistattacke. Wir setzen sie weiter hinein. Bis dann Razor irgendwann... Oder Fäusterich... sich dann auch irgendwann entwickelt. Fesselbiss.
Schauen wir mal, was ist das? Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen und kann von ihnen wird. Der Effekt endet, wenn ein Pokémon das Kampffeld verlässt. Ist das besser als Knirscher? Nee, ne, ne. Nö, dann nicht. So stark, so wunderbar. Ja, glaubst du noch nur du. So, ich sehe einen Feen, oh, warte mal. Ich sehe Chaneras. Chaneras können wir gut zum Leveln benutzen. Oh ne, nicht schon wieder Taurus. Oh ne, bitte nicht. Ihr seid doch gerade hier alle gespawnt, oder? Wow. Na, nee, das nehmen wir nicht. Es ist nur Stufe 1. Das ist, wird nichts. Stufe 1 lohnt sich nicht. Oh, kommt mal. Merrill und ein Azurill. Ist schön. Wir können es zumindest bekämpfen. Bumi? Bumi ist auf Stufe 1, ja. Dann haben wir es zumindest im Pokédex registriert. Und wissen, wo wir es finden. Beziehungsweise, wo wir Merrills finden. Ne? Und feuchterliches Level Up. Und es entwickelt sich. Wunderbar. Nice. Sauber. Es wird zu Epitaph. Die neue Entwicklung, die mit Kamezin und Purpur eingeführt wurde. Epitaph. Wunderbar. Wunderbar. Finsterfaust. Natürlich. Gerne. Besser als Zornesfaust? Besser als Zornesfaust. Die bauen wir auch nicht mehr, weil Zornesfaust war ja nur wichtig für, damit sich Rasaft zu Epitaph entwickelt. Warte mal, wir werden jetzt mal vom Reit hier runter. Und wir gehen mal in den Bericht. Wie nennen wir es denn eigentlich? Ich habe die ganze Zeit Fäusterich, die ganze Zeit Fäusterich gehabt. Es war die ganze Zeit weiblich. Warum sagt mir das denn keiner? Wie nennen wir dich denn? Du siehst garstig aus, also Garsti. Oh mein Gott. Garstig? So wird das geschrieben, ne? Gott. Garstig. Nimm dich Garstig. So. Ist ja die ganze Zeit weiblich. Was? Und ich hab sie jetzt Fäusterich genannt, ey. Oh, Enterich. Enton. Blip. Ah, nee, ich wollte ja nicht. Was? Hä? Was? Wo? Was? Hä? Kamera? Ach, da unten drunter! Was zum Teufel? Spiel? Da ist Blip. So, und ich bin da oben und Pumi ist irgendwo, keine Ahnung, wo Pumi ist. Bin mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich nicht wieder auf, ihn stellen, weil ich wollte mit, Pumi ein bisschen spazieren gehen. Guck mal, ein Snobilicat. Gewissheit. Ja, Armstoß bringt halt nichts, ne? Bräuchte eine bessere Kampfattacke. Brauchen definitiv eine bessere Kampfattacke. Yep. Oh, Ladungsstoß. Definitiv besser, ne?
Nee, das bringt nichts, weil Pum ist ja physisch. Nee, dann eher nicht. So. Pum jetzt rausholen. Zack. Hier nochmal mit spazieren. Nein, nicht stopp. Weil wir müssen mit Pum hier ein bisschen spazieren gehen. Denn es will sich auch noch irgendwann zu Pamamomamo entwickeln. Kommen wir jetzt da hoch? Doch immer noch mit Miraidon, ne? Oh. Ein Tropico. Tropicus? Tatiri. Geh weg. Praktik nix. Lass mich. Das ist ein Tropius? Tropicus oder wie es ausgesprochen wird? Tropius. Es ist paralysiert, wunderbar. Ja, vielleicht besiegen wir es nicht direkt. Wirbelwind. Wir besiegen es nicht direkt, das ist gut. Das heißt, wir können es einfangen. Es ist paralysiert, es hat es ist auf Rot. Sollte vielleicht klappen, jawohl, wunderbar. Haben wir einen Tropius gefangen. Es ist die Frage, ist es weiblich? Oder ist es männlich? Na, sieht man es nicht? Doch, beim Namen eingeben, ne? Ist männlich. Nur Truppi. So, in eine Box. Oh, nee, ich wusste es. Ziemlich aggressive Pokémon. Aber ey, gutes Training kann man nutzen. Oh, nee. Ein Frackrunz. Ja, wie, ja. Ich habe gerade eben beim Kampf gegen Snobillycat gesagt, wir brauchen unbedingt eine bessere Kampfattacke. Das bringt das nichts. Der Gegner. Wir haben doch bestimmt schon eine TM bekommen, die, die bessere Kampfattacke ist, oder? Beutel. Donnerzahn. Lehmschelle. Voltwechsel. Stachler. Nö, wir haben noch keine gute, aber wir können Donnerzahn mal lernen. Weil. Donnerwelle, ja, Funkensprung machen wir weg. Ja, wir haben natürlich jetzt durch. Donnerzahn. Ist zwar jetzt eine physische Attacke auch, ne? Haben wir jetzt nur 95% Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Aber hey, zumindest eine etwas stärkere physische Donnerattacke. Ich wollte eigentlich hier hoch zu dem Terra Raid. Und schauen, was es ist. Ein Spinsidias. Ein Mogelbaum. Oh, hallo, Schlaraffel. Ha! Da ist meine Freundin. Warum? Habe ich es gerade gesagt? Weil einfach, sie ist dauermüde. So, was haben wir denn hier? Ein Boden. Dieses Belzebub, glaube ich. Belzebub? Belzebub? Weiß ich nicht, glaube ich. Ob der Name richtig war. Bin mir nicht sicher. Jede Menge Mobtiffs. Oh, ein Mundtier. Habe ich dich schon? Na. Jede Menge Kramurks.
Kann man da irgendwie hoch? Nee, ne, oder? Oh, ein Sichlor. Ich sehe ein Sichlor. Ah, wir sind ja gleich in Mesclara City. Super, super. Wir brauchen unbedingt, ja gut, dadurch, dass wir jetzt Garstig haben, ne? Der hat schon Fußkick als gute Attacke. Damit könnte er die normale. Ihr seht das, was ich hier sehe. Es ist ein Knilz! Ja! Ein Knilz! Hallo! Dich brauche ich! Unbedingt! Ich brauche ich unbedingt. Ich werde dich auch direkt ins Team aufnehmen und dich trainieren. Oder nebenbei trainieren. Oh, bitte, ey. Ich möchte das Knilz haben. Komm schon, bleib drinne. Ja, bleib drinne. Zack, da haben wir's. So, Knilz benenne ich um in Fang. Er ist dafür da, um einfach später... Huch. Später da, um einfach für Pokémon. Damit ich Pokémon damit fangen kann. Kann ich Kindle entfernen. Und da haben wir einen Knilz. Boah, was ist denn jetzt mit mir? Ah, wieder Draktinis, Mann. Ihr seid nervig, wisst ihr das? So, jetzt ist die Frage. Bericht. So. Natürlich muss ich so lange trainieren, bis es, also es darf sich nicht entwickeln. Habe ich vielleicht schon einen Ewigstein? Ich sehe noch einen Knilz. Habe ich schon einen Ewigstein im Inventar? Man kann doch bestimmt Ewigsteine irgendwo... Okay. Nee, tatsächlich habe ich noch keinen Ewigstein. Schade. Das heißt, wir müssen... Wenn sich Knilz entwickeln möchte, darf es sich nicht entwickeln, weil es braucht erst Pilzspore. Danach darf es sich zu Karpilz entwickeln. Und dieses Pokémon kann ich dann später zum Fangen benutzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell einen Pilz finde. Noch ein Knilz, hallo. Später zum Pokémon-Fangen wirklich das Beste. Natürlich außer für Geist-Pokémon, weil dann Trugschlag nicht wirkt. Oh, guck mal, jede Menge Minecraft. Was haben wir hier? Geist? Was haben wir denn hier? Was versteckt sich denn dahinter? Ein Snomnom. Ich glaube, Snomnom haben wir auch noch nicht, oder? Pokémon-Box? Haben wir Snomnom schon? Ist ja, glaube ich, sehr schnell erkennbar. Aber ich glaube, wir haben Snomnom noch nicht. Ne, tatsächlich nicht. Wir gehen einfach mal rein. Und holen uns das einfach. Ist zwar ein Sterne. Ja, wir sind halt noch erst zu... Ich muss kurz überlegen. Wann kommen die 4, 5 und 6 Sterne Raids? Ich glaube, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Ich glaube, ab Level 60, 50, 60, 70 rum werden die 4-Sterne-Rates freigeschaltet und die 5-Sterne sind ja 75. Also so in dem Bereich werden sie freigeschaltet. Das heißt, wenn wir die Main-Story durchgespielt haben. Das haben wir Pumi gewählt, ne? Hm. Ja gut, wir haben hier Biss. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass wir Snomnom schon haben. Also, ich bin mir nicht sicher.
Jawohl. Ist noch mein Bruder gefangen. Ja, wir haben es noch nicht registriert. Und es ist weiblich. Sieht mir so aus, als wäre er shiny, aber ich glaube nicht, dass er shiny ist. Ne, es sieht nur so aus. Weil es halt so hell ist, ne? Ne, ist normal. Wird ja dann so wie hier aussehen, ne? Hier haben wir ein shiny Staralidi und ein shiny Purmel. So, jetzt können wir die XP-Bonbons, die wir hier bekommen haben, können wir jetzt erstmal Knilz geben. Natürlich nicht viele. Na, Wachstum braucht es nicht. Nein, du entwickelst dich nicht. Ja, abgebrochen. Natürlich. Ich muss unbedingt einen Ewigstein finden. Bis dahin müssen wir es halt immer wieder stoppen. Hey, der nächste Halt ist jetzt Miss Clara City. Da steuere ich jetzt definitiv an mich. Lass mich jetzt von nichts mehr ablenken. Ich glaube, dann schieben wir hier jetzt noch den Arena-Kampf mit dazu, glaube ich. Warte mal, können wir hier vielleicht schon mal eine etwas bessere Kampfattacke. Kampfattacke, da. Fußkick. Fußtritt. Es ist nur Fußkick. Aber was für Materialien brauchen wir da dafür? Makuhita? Ne, Makuhita-Schweiß habe ich doch. Wir könnten nur Fußkick. Problem ist, ich weiß nicht, wie schwer Pamamo ist, glaube ich. Gar nicht leicht. Also schwer, meine ich. Kann das nicht irgendwie nachgucken? Bericht. Wie viel das wiegt? War das nicht so? Kann man das nicht irgendwo hier nachgucken? Vielleicht in der Pokémon-Box? Hm. Nee, kann man leider nicht. Man kann leider... kann tatsächlich, wenn man einen Bericht macht, findet man nur hier die Sachen. Man weiß nicht, wie schwer das Pokémon ist. Schade. Im Pokédex, glaube ich, konnte man das nachgucken, oder? Schauen wir mal. Oh, ich habe ein... Yay, 160 Pokémon gefangen. Yay, oh, 3 EP-Bonbons, eh. Nice. So... Pamamo. Details. 6,5 Kilo. Das ist nicht wenig. Das ist nicht viel. Also 6,5 Kilo ist es schon, ja. Deswegen werden wir garstig in den Ring schieben. Und ihn dann den Kampf machen lassen. Mit eben halt Kampfattacken. Weil wir haben ihn jetzt ja eben freigeschaltet. Gucken wir mal bei ihm, wie schwer er ist. Das ist ganz hinten, glaube ich. Kann sich nur um Stunden handeln.
Ist das so weit hin? Nee, siehst du, bin ich schon noch vorbei. Mist. Also ich bin schon von mega weit davon vorbei. Oh Gott. So, hier ist Makuhita oder Hariyama, ne? Aber wo habe ich denn jetzt hier unseren... Ach da, Epitaph, so. 56 Kilo, also ja, das ist schon eine ordentliche Steigerung. Ja, dann nutzen wir ihn als zum Kämpfen. Ja gut, dann begeben wir uns mal zur Mission, also zu einem Arena-Kampf. Bevor wir das machen, erstmal abspeichern. Und rein da. Hey, Vance. Oh ne, Mila, war klar. Ich hab dich in die Arena laufen sehen und bin sofort hergerannt. Tut mir leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Aber, versteh mich nicht falsch, ich bin dir nicht gefolgt, nur um dich herauszufordern, ehrlich. Obwohl ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte. Was meinst du? Ja, komm, machen wir mal. Versuchen wir es mal. Yippie! Ach, wie ich mich das freut. Endlich wieder ein Kampf gegen dich. Ich möchte mit den Pokémon kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen. Sorry, gib mir gerade noch einen Moment, ja? Um über mein Team nachzudenken. Versuch dich derweil doch schon mal in der Arena. Okay. Willkommen in der Arena von Miss Clara. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Vance, sagst du. Korrekt. Bevor du dich mit Arenaleiter Aoki messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebten Restaurant in Miss Clara. Gelingt es dir, das Richtige zu bestellen, hast du bestanden. Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer in dieser Arena-Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem Geheimgericht anvertraut bekommen. Ihr bestreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise erhalten hast, kannst du das Geheimgericht beim Personal in der Schatzstube bestellen. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Lage ist, die korrekte Bestellung aufzugeben. Ja, dann machen wir erstmal nur in diesem Part wohl die Arena-Quest. Nun denn, Vance, dein Hinweis lautet, so mögen unsere Stammgäste. So mögen es unsere Stammgäste, oh Gott. Es könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Okay, suche nach Hinweisen zum Gericht. Dann mal los. Müssen wir jetzt in die Schatzstube? Ah ne, müssen wir nicht, okay. Du hast auch einen Hinweis das Geheimgericht bekommen, oder? Na warte, ich werde ihn schon aus dir herauskitzeln. Na eher mache ich es. Ich glaube, ihr alle seid im Levelbereich von zwischen 30 und 35, ne? Ich kann mich auch vertun. Ja, sag ich doch. Ja, mit 56 Kilo, das ist schon ordentlich. So, was sagst du mir jetzt, wenn ich dich jetzt anspreche? Bitte, da hast du meinen Hinweis. Dunkelheit umgeben von Treppen. Gab es hier im Ort überhaupt irgendwo dunkle Stellen? Okay. Ich glaube hier, ne? Nanu, es lässt sich zwar nur schwer entziffern, aber ganz hinten steht etwas geschrieben. Feuersturm. Okay, dann haben wir den ersten Hinweis. Feuersturm. Warte mal, den, machen wir eben. Machen wir mal eben eine Notiz. Neu Textdokument, Messklara. So, Messklara. So, erst. Natürlich kann ich, hätte ich jetzt schon. Könnte ich mir schon, selbst aus dem Internet rausholen, aber. Feuersturm. Dann notieren wir uns das mal. So. Haben wir das schon mal uns notiert? Das ist weiterlaufen.
Ups, ich sollte nicht gegen eine Laterne latschen oder reisen oder eben halt fliegen, fahren, laufen. Ah, ein anderer Herausforderer. Dann rück mal schön raus mit deinem Hinweis. Akademie-Schüler Thilo. Dummiesel. Oha! Ja, so eine hohe Panzerung? Oder ist Dummiesel schwerer als Epitaph? Das ist merkwürdig. Ja, Kapilz, Knilz, ich weiß, du willst dich wieder entwickeln. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du dich entwickelst. Irgendwann mal weiter B. Wir spammen die Taste einfach. Ja, Entwicklung abgebrochen. So. Na gut, hier ist mein Hinweis. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Ich muss die ganze Zeit über den Hinweis machen und konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Ich glaube, den meint er. Redet. Mit links. Okay. Mittlere. Ach so, ja, da ist er. Okay, da haben wir den nächsten Hinweis. Mittlere Portion. So, mittlere Portion. Wir kommen immer weiter. Und ja, ich werde definitiv mal rausfinden, wo ich hier, in welchem Ort hier Ewigsteine oder in welchem Ort ich Ewigsteine kaufen kann. Warte mal, Huch, was ist das? Da war doch noch was. Nee? Da waren wir schon. Ich wollte hier mal rein. Na doch, sag ich doch. Hier, manchmal sind da Münzen. 20 Kirschbenz-Münzen. Dankeschön. Ich will noch mehr. Okay, cool. Ja, wir brauchen ja später 999 Kirschbenz-Münzen. Damit wir Kirschbenz zu zu Goldnudel entwickeln können. So, das heißt aber Goldnudel. Wir haben sie in unserer Community Goldnudel genannt. Das ist einfach die Goldnudel. Machst du auch bei der Arena-Prüfung mit? Verrate mir doch bitte deinen Hinweis. Bitte, 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 bitte. Nee. Wieder ein FPS-Mann im Hintergrund. Oh, ein Mangospector. Da spielt jemand Monster Hunter Generations. Genauigkeit. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht so stark. Schlaraffel. Nö, wir bleiben bei Epitaph. Beziehungsweise bei Ghastly. Es tut gar nicht mehr weh, ne? Das schwerere Pokémon? Komm, dann machen wir einfach mal Nahkampf. Hey, Gastik ist Level Up. Wenn man Hinweise doch nur genau tauschen könnte wie Pokémon. Tja, tut mir ja leid, ne? So, den nächsten Hinweis. Bitte, mein Hinweis. Ein kurioses Angebot beim Eisstand. Okay. Den Eisstand hatten wir doch gerade eben, oder? Der war doch hier. Da ist der Eisstand.
Teriyaki. Aber was ist denn hier bitte kurios? Weil es ist nicht dieser Eisstand hier. Müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo einen anderen Eisstand haben. Nee. Es muss ja eigentlich dann nicht so weit sein von dem Mädchen entfernt. Von dem Schüler. Da vielleicht. Hier sind ja Eisstände. Ne, das ist ja kein Eisstand, okay? Ist auch kein... Doch, das ist Eis. Aber ist auch das gleiche, ne? Ah! Ne, gebratene Reisbällchen? Sojasauce? Gebratene Reisbällchen? Mal gucken hier, warte mal. Was sagt sie nochmal? Bitte, ein kurioses Angebot beim Eis. Ja, die Reisbällchen, ne? Die Reisbällchen. Waren das jetzt alle drei Hinweise? Ja, ne? Weil ein kurioses Angebot ist Reisbällchen. Ne, das sind gebratene Reisbällchen. Dann schreibe ich mir das auch mal auf. So, jetzt mir auch mal aufgeschrieben. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, wir haben alle Hinweise. Waren nur, glaube ich, drei Stück, ne? Ja, wir haben's, genau. Perfekt. Gut, okay, dann werden wir jetzt eins machen. Wir werden jetzt noch mal kurz hier unsere Pokémon heilen. Und dann ist ja auch der Part leider wieder vorbei. Schade, schade, schade. Das geht so fix. Dann kümmern wir uns im nächsten Part dann wieder, also ja nicht wieder, sondern dann kümmern wir uns im nächsten Part darum, diese Schatzstube zu betreten und den Arenaleiter herauszufordern. Ne? So muss das sein. Gut. Dann habe ich mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Pokémon Purpur. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein und ciao.